Tag und herzlich willkommen zum Expertengespräch von MeinGeld.tv auf dem 11. Financial Planner Forum in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Adelheid Lanz, European Bank for Financial Services. Frau Lanz, warum ist eBase so interessant für die Teilnehmer dieser Veranstaltung? Wir als eBay sind eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland und haben einen ganz besonderen Fokus auf das Geschäft mit Investmentfonds, Themen Vermögensaufbau, Vermögensanlage, aber auch das Thema ganzheitliche Kundenbetreuung, weshalb wir hier natürlich für die Financial Planner besonders interessant sind mit unseren Produkten Investmentfonds Depot, standardisierte Vermögensverwaltung, aber auch den Themen BAV und Zeitwertkonten. Ja, Sie sprechen in Ihrem Vortrag von betrieblicher Altersvorsorge. Wie soll man das zusammenbringen mit Investmentfonds? Ja, die Frage wird mir oft gestellt. Viele denken natürlich bei BAV als erstes an die Versicherung. Hat ja was mit Sicherheit zu tun, klar. Was viele nicht wissen, das Ganze kann man auch mit Fonds realisieren, sprich die Pensionszusage mit Fonds rückdecken, was mannigfaltige Vorteile sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer hat, von Renditechancen über bilanziellen Vorteile, aber auch steuerliche Vorteile, also Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Schön. Und wie sieht es aus mit Ihrer Zielgruppe für Ihre Dienstleistungen und Ihre Produkte? Was sind genau Ihre Zielgruppen? Das sind verschiedene tatsächlich. Hier an dem Kongress wenden wir uns natürlich hauptsächlich an unsere Vertriebspartner. Wir halten immer Ausschau nach guten Partnern, die fit sind in der Beratung von Kapitalanlage, die sich auskennen mit Investmentfonds, innovativen Konzepten und wollen denen natürlich unsere Themen rund um neue Produkte, Digitalisierung vorstellen. Ja. Aber wir haben natürlich im Hintergrund auch die Zielgruppe von Privat- und Firmenkunden, Privatkunden natürlich im Depotbereich und auch Firmenkunden in den Bereichen BAV, Zeitwertkonten und Anlage von institutionellem Vermögen. Vielen Dank, Frau Lanz. Danke.